herzlich willkommen zum heutigen DigiCafé, ein Online-Diskussions- und Austauschformat, diesmal zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf auf Erwachsenenbildung.at. Ich bin Karin Kulmer von Conedo und eben heute gemeinsam mit dem Team des Kompetenzzentrums DigiProf bei Conedo für die Gestaltung des DigiCafés zuständig. Wer ist im Team? Dazu habe ich auch noch eine kurze Folie mitgebracht. Heute dabei sind eben Birgit Aschemann, Gunther Schüssler, Martina Linzberger und Bianca Halb, alle aus dem Kompetenzzentrum DigiProf. Und DigiProf und die Online-Bildungsformate im Rahmen von Erwachsenenbildung.at sind gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Dafür möchte man an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich Danke sagen. Ja, bevor wir jetzt zum Ablauf heute kommen, noch einmal zwei organisatorische Hinweise. Bitte beachten Sie eben, dass heute wieder aufgezeichnet wird, dass Sie durch die Teilnahme eben auch zustimmen. Die Aufzeichnung läuft auch schon und betrifft eben vor allem die Videos. Der Chat und die Teilnehmerinnenliste werden nicht mit veröffentlicht und nicht mit aufgezeichnet. Auch die Umfragen, die wir dann später noch machen werden, sind anonym. Und die Diskussionen in den Breakout-Räumen werden auch nicht mit aufgezeichnet, aber eben dann die Berichte aus den Breakout-Räumen im Hauptraum. Es wird dann auch wieder einen Nachbericht geben. Das sagen wir dann am Ende dazu, wo Sie diesen finden. Ja, wer eine Teilnahmebestätigung benötigt, muss bitte mit dem echten Namen dabei sein und das bis zum Ende. Wir dokumentieren das und erklären Ihnen dann zum Schluss, wie Sie zu Ihrer Teilnahmebestätigung kommen. Soweit jetzt zum Organisatorischen. Gut, dann gehe ich noch ganz kurz auf den Ablauf heute ein. Also was erwartet uns heute in diesem Format DigiCafé? Ich werde jetzt dann gleich an meinen Kollegen Gunther Schüssler übergeben, der eine neue Ressource zum Thema hybride Veranstaltungen vorstellen wird. Das dauert so circa 5 Minuten, also ganz kurz. Im Anschluss gibt es dann noch einen kurzen Input, eine Einführung in das Thema hybride Meetings von Birgit Aschemann. Dann machen wir noch eine kleine Umfrage und dann starten wir wirklich in den Austausch. Auf dem Austausch liegt heute unser Fokus. Wir haben Breakout-Räume geplant und nicht nur das, sondern wir haben auch sogenannte Living Books vorgesehen. Was ist das? Das bedeutet einfach, dass die Breakout-Räume, die sind thematisch gegliedert und wenn Sie dann in diesem Breakout-Raum irgendwie eine Frage haben oder zusätzlichen Input haben möchten, dann können Sie ein sogenanntes Living Book, das heißt jemanden aus dem Conedo-Team anfordern und diese Person kommt dann zu Ihnen in den Breakout-Raum und wird eben versuchen, die Frage zu beantworten beziehungsweise der zusätzlichen Impuls eben dazu zu geben. Genau. Ja, am Ende dieser Breakout-Sessions treffen wir uns dann noch einmal alle im Plenum. Da gibt es dann einen kurzen Bericht aus den Gruppen. Vielleicht auch noch, falls Fragen offen geblieben sind, werden wir versuchen, die zu klären. Und dann schließen wir gemeinsam ab. Gut, damit stoppe ich jetzt auch gleich einmal die Freigabe und frage in die Runde, gibt es an dieser Stelle offene Fragen zum Ablauf des DigiCafés, zum Inhalt? Ist irgendetwas, was wir akut beantworten sollten? Wenn das nicht so ist, also ich gebe noch einmal vielleicht ganz kurz ein paar Sekunden. Ich hätte eine Frage. Ja, bitteschön. Nach welchen Themengebieten sind denn die Breakout Rooms geordnet? Nach verschiedenen Aspekten des Themas hybride Veranstaltungen. Da werden wir dann gleich ganz kurz bei dem Input von Birgit Aschemann dazukommen, beziehungsweise Birgit, magst du vielleicht schon einen Ausblick geben? Ich kann ganz kurz spoilern. Wir haben eine Didaktikgruppe vorgesehen, eine Technikgruppe, eine, wo es um Visualisierungen geht und eine, wo wir uns um Moderation in hybriden Veranstaltungen kümmern wollen. Die Themen sind natürlich verschränkt, ja, und wir geben auch ein bisschen Impulse mit dazu. Aber es kann natürlich auch sein, dass Sie sich was anderes wünschen nach dem Input. Also wenn es irgendeinen anderen Schwerpunkt gibt, dann würden wir auch zu dem ein Breakout-Room eröffnen. Oder wenn eine dieser Gruppen keine Besetzung findet, weil sie zum Beispiel sagen, also Sie, Moderation oder Visualisierung interessiert uns nicht, dann würden wir die Gruppe nicht besetzen. Also wir schauen da nach Ihren Interessen einfach auch. Das wäre so der Plan. Super. Genau, und das Ganze wird mit frei auswählbaren Breakout-Räumen sein. Das heißt, wenn Sie irgendwie dort im Breakout-Raum nach 10 Minuten feststellen, Sie würden noch gern in den anderen Raum schauen, dann sollte das auch machbar sein.
Gut, wenn es an dieser Stelle sonst keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich jetzt weitergeben an Gunther für die Vorstellung unserer Ressource zum Thema hybride Meetings. Genau, danke Karin. Und an dieser Stelle gebe ich gleich mal meinen Bildschirm frei und möchte Ihnen unsere neue Website vorstellen, die wir gestaltet haben. Ich glaube, Sie sollten jetzt den Bildschirm gut sehen können. Darauf zu sehen sollte die Website sein, hybride Veranstaltungen in der Erwachsenenbildung. Sehr gut, super. Genau, das ist eine eigene Website, die wir neu angelegt haben. Die findet sich unter DigiProf als eigene Rubrik, Thema oder unter den bestehenden Rubriken unter Thema hybride Events. Und die Seite versteht sich als Ressourcensammlung zu hybriden Veranstaltungen. Es wird eben einerseits der Versuch unternommen, den Begriff hybride Veranstaltungen zu definieren, zu klären und der Grundlage zu vermitteln, was sind eigentlich hybride Veranstaltungen, was kann man darunter verstehen und vor allem, was erfordern sie, was benötigt man für eine gelungene hybride Veranstaltung. Es geht unter anderem auch um die Entscheidungshilfe, also anhand welcher Faktoren kann man bestimmen, welche, ob ein hybrides Format das richtige und geeignete Format für ein eigenes Event, das man gestalten möchte, die richtige Entscheidung, das richtige Format ist. Es gibt eben weiters Unterseiten, nämlich zum Thema Didaktik, zum Thema technische Umsetzung und eine weitere Seite, die Good Practice Beispiele präsentiert. Also Beispiele, wo es schon gut gelungen ist, hybride Formate umzusetzen. Und hier wird eben der Versuch einer Definition unternommen, was sind Grundlagen, was benötigt es, um erfolgreich ein hybrides Format abzuhalten und an welchen Faktoren lässt sich entscheiden, ob ein hybrides Format wirklich die richtige Wahl ist. Vielleicht werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf die Unterseiten. Bei der Didaktik geht es zum Beispiel unter anderem um den sogenannten Hybriditätsgraben, also um die erfolgreiche Vernetzung sozusagen zwischen jenen Teilnehmenden, die online am Event teilnehmen und jenen, die vor Ort sind, damit die eben wirklich gut interagieren können. Genau. Und da gibt es immer eigene Seite mit weiteren Unterseiten, Ressourcen, Verlinkungen. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Unterseite zur Technik. Hier geht es eben um technische Tipps. Was braucht es aus technischer Sicht für eine gelungene Umsetzung? Die Seite zur Technik liefert eben eine Sammlung verschiedener technischer Instrumente, die sich einerseits bewährt haben bei hybriden Veranstaltungen und die eben eine gelungene hybride Veranstaltung ermöglichen. Und zu guter Letzt dann noch die dritte Unterseite zu den Good Practice Beispielen. Hier sieht man eben anhand eines Beispiels der Volkshochschule Kaiserslautern, wie eine hybride Veranstaltung gelingen kann und was es dazu benötigt. Genau, also ich glaube, das war mal ein kurzer Überblick, der den Rahmen der 5 Minuten jetzt nicht sprengen soll. Genau, und dann würde ich wieder übergeben. Dann frage ich Sie natürlich einmal, ob es noch Fragen dazu gibt zu den Themen. Also wir werden im Laufe des Digi-Cafés heute auf die einzelnen Themen zu sprechen kommen. Und wie Sie schon erfahren haben, gibt es eben eigene Breakout-Rooms zu den jeweiligen Themengebieten sozusagen. Und also wenn es keine Fragen mehr gibt dazu, dann würde ich wieder die Moderation übergeben an meine Kollegin, die Karin. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, ich gehe vielleicht auf das ein, was gerade im Chat gekommen ist, nämlich die Frage nach der Definition. Das ist ja bei Hybrid oft ein Thema, weil es irgendwie 2 verschiedene Ansätze gibt. Und Birgit Aschemann hat da eh schon gepostet, dass wir eben von dieser Definition Hybrid als gleichzeitiges Meeting für Online- und Präsenzteilnehmerinnen ausgehen. Birgit, möchtest du da noch was ergänzen?
Naja, vielleicht so viel. Wir haben dazu gerade eine Recherche durchgeführt, was gerade die gängigen Verwendungen dieses Begriffs sind, weil wir auch ein Glossar aufbauen, wo wir diese Begriffe, die jetzt im Zuge der Digitalität in Wandel gekommen sind oder in Veränderung gekommen sind, diese Begriffe definieren. Und das ist was, woran wir gerade aktiv arbeiten. Und daher haben wir dazu auch recherchiert, auch ein bisschen in Richtung Matthias Magdowski. Danke für die Frage. Es ist ja ganz wichtig, was das bedeutet. Wir folgen mit dieser Definition der sozusagen gleichzeitigen Durchführung von Präsenz und Online dem, was in der Erwachsenenbildungspraxis gerade vorherrschend ist, und wenden uns da bewusst ab von dem, was die traditionelle Bedeutung im Hochschulbereich ist, wo man sagen würde, Hybrid ist vielleicht auch ähnlich wie Blended Learning und dergleichen. Also wir argumentieren das auch und veröffentlichen das in Kürze. Es ist jetzt im Moment, wenn man sich anschaut, was ist in den aktuellen Glossaren, Online-Glossaren und was ist in den aktuellen Kursausschreibungen in der Erwachsenenbildung die dominante Praxis, dann ist das das, was wir hier wiedergeben. Also das ist wirklich so diese gleichzeitige Durchführung von Präsenz und Online. Ja. Das aktuelle Rechercheergebnis dazu, und dem schließen wir uns einfach an, weil wir einfach versuchen mit den Definitionen, die wir dann veröffentlichen und auch empfehlen, ich kenne einen Artikel von der Gabi Reinmann, den haben wir natürlich berücksichtigt. Die sieht da verschiedene Varianten von Hybridität, aber das kommt ganz stark aus dem Hochschulkontext und dort wird es einfach anders verwendet, der Begriff, als in der Erwachsenenbildung. Also wir sind da einfach speziell im Bereich der EB, auch der Erwachsenenbildung verpflichtet, da Irrtümer und Missverständnisse in Veranstaltungsausschreibungen zu vermeiden. Deswegen schließen wir uns dem an, was da hier in der EB sich jetzt etabliert hat als Begriff. Genau. Ja gut, wir versuchen jetzt aber einen Schwenk in die Praxis zu machen. Das ist eine wichtige Frage, aber sie ist doch eher, glaube ich, theoretischer oder akademischer Natur. Deswegen schauen wir jetzt einmal so mit einem Sprung ins Inhaltliche rein, und ich möchte starten damit, dass ich Ihnen einfach noch nahe bringe, dass Hybridität, der hybrides Arbeiten im Sinn von synchronem Online- und Präsenzarbeiten, das hypt ja. Also das ist uns ja allen klar, das ist uns ja, glaube ich, bewusst. Ja. Deswegen sind wir zum Teil auch wahrscheinlich jetzt zusammengekommen. Das ist so Boom, das hypt ja. Und ich habe absichtlich diese Kurve da hereingenommen und zitiert. Das ist ein Zitat einer Vorhersagekurve von WebCourseWorks Limited, das ist eine amerikanische Beraterfirma, die mal vor ein paar Jahren vor 5 Jahren das erste Mal diese Kurve veröffentlicht haben, um zu illustrieren, was passiert, wenn vielversprechende neue Technologien oder Formate-Trends auf den Markt kommen. Und sie sagen, wenn das passiert, also egal, ob das jetzt MOOCs sind oder Virtual Learning oder dergleichen, dann wecken diese Technologien oder diese Formate erst einmal ganz hohe Erwartungen. Sie nennen das tatsächlich in der englischen Version, wir haben das übersetzt, den Gipfel der überzogenen Erwartungen, und dann stürzt das einmal so ein bisschen ab und man merkt, wie kompliziert das ist in der Umsetzung und wie sehr man sich damit vielleicht auch plagen muss. Dann gibt es so ein Tal der Enttäuschung und erst nachher setzt man sich wieder schrittweise damit auseinander und lernt, wie kann man denn gut damit umgehen, und erreicht dann, je nachdem wie geeignet die Technologie für den Bildungsbereich wirklich ist, ein Plateau der Produktivität, das halt flacher oder weiter oben ausfallen kann. Ja, also da landet man dann dort, wenn man gelernt hat, wie man mit der neuen Technologie umgeht. Und diese zwei roten Pfeilchen, die ich da eingezeichnet habe, die sollen andeuten, was wir jetzt so wahrnehmen, wo wir glauben, dass wir mit den hybriden Meetings gerade so stehen. Ja, auf der einen Seite werden so die überzogenen Erwartungen gerade ein bisschen, gibt es da gerade Ernüchterung, ja. Bei anderen, je nachdem in welchem beruflichen Umfeld man sich gerade befindet, gibt es auch schon wieder so dieses, ja, wir wissen schon, wie es jetzt geht und wir lernen. Also warum ich diese Folie bringe an diesem Punkt im Zusammenhang mit Hybridität ist, ich möchte einfach sagen, das ist ein ganz normaler Prozess. Wundern Sie sich nicht, wenn es zwischendurch einfach einen Frust gibt, ja, und wenn man sich das wieder neu erarbeiten muss, wie geht das jetzt wirklich, und wenn es nicht gleich so einfach funktioniert, wie es in den ersten Erzählungen und in der Erwartung ausschaut. Das nur als kleine Vorbemerkung. Wenn ich irgendwo zu schnell wäre oder Sie mir nicht folgen könnten, dann würden Sie es eben melden, gell? Und ich sehe auch den Chat und danke für alle Beiträge darin. Genau, jetzt möchte ich Sie aber fragen, was fällt Ihnen als allererstes ein? Ja? Und da bleibe ich gleich beim Stichwort Chat. Wenn Sie hybride Veranstaltung hören, wenn Sie Hybrid hören, was sind denn da Ihre allerersten Assoziationen dazu? Das würde ich einmal ganz spannend finden. Was Ihnen denn da einfällt als erstes,
Und da kommen ja schon viele Dinge. Im Grunde sehe ich gleich drei Dinge. Ha, super. Ganz stark Technik, Technik, Technik. Ganz stark Aufwand, Aufwand, Aufwand. Und dann sehe ich auch noch die Chancen. Ne? Also Aufwand, Technik und Chancen. Und Schwierigkeiten, gute Planung, Königsdisziplin in der Planung. Also auch gleich so, was kann ich denn tun, um dem zu begegnen, dem technischen Anspruch und dem Aufwand. Ja, eine gute Planung, genau. Um die Chancen zu heben. Und ja, genau. Neuland und dann schon Spezialberichte. Die All funktioniert, es braucht ein neues Didaktikkonzept und so weiter. Und auch, warum tun wir das? Ja? Und das ist ja sehr spannend, was Sie da ansprechen. Wir haben, David war dabei, ich spreche dich an, weil du jetzt auch bei uns bist, David Rötler. Wir haben im Herbst 21, also vor einem halben Jahr dazu, eine Veranstaltung gemacht, eine hybride Veranstaltung, eine mehrtägige hybride Veranstaltung am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Und dort haben wir die Teilnehmenden auch gefragt, was fällt ihnen ein als Besucher an einer Hybridveranstaltung? Und denen ist schon eingefallen, ja, chaotisch, ungeduldig, langweilig, nervig, mühsam, aber auch okay und auch bequem. Ja, klar, genau, ganz klar. Und andererseits haben wir gefragt, was fällt Ihnen denn ein als Veranstalter oder Veranstalterin? Was charakterisiert da für Sie die Hybridität? Und da kam nervös, stressig, aufwendig, Multitasking, ja, aber eben auch experimentell und spannend. Also wirklich so beide Seiten. Damals, glaube ich, waren wir da noch eher ein bisschen so auf der negativeren Seite. Und wenn man sich das da so anschaut, dann kann man sich natürlich schon fragen, warum tun wir das? Oder auch, warum tun wir uns das an? Und so wie Sie das jetzt schon richtig im Chat gesagt haben, jemand von Ihnen hat es schon gepostet, wir wollen damit natürlich zwei Wünsche gleichzeitig erfüllen. Es gibt jetzt nach der Pandemie, sage ich einmal optimistisch, ganz viele Menschen, die so froh sind, dass wir wieder Präsenz zusammenkommen können und ganz viele Menschen, die gelernt haben, wie einfach es ist, online zusammenzukommen. Ja? Und jetzt wollen wir beide Gruppen glücklich machen, ja? Und beide Kunden, Kundinnenwünsche befriedigen und jetzt stehen wir halt einfach da mit der Hybridität als mögliche Lösung, die uns natürlich fordert. Und dabei kann ich mir vorstellen, dass viele schon so hybride Arbeitsgruppen zu Beginn einmal oder hybride Team-Meetings kennengelernt haben. Aber darüber hinaus gibt es auch noch ganz viele andere Gesichter, die hybride Veranstaltungen haben können. Ich mache nur mal da ganz kurz einen Scheinwerfer drüber. Es gibt natürlich die hybriden Vorlesungen, Vortragssettings mit Fragen. Das ist am einfachsten, würde ich sagen, technisch und von der Moderation her. Es gibt hybride Podiumsdiskussionen, wo man Podiumsgäste live und zugeschaltet am Podium miteinander kombinieren kann. Ein bisschen anspruchsvoller. Es gibt hybride Seminare mit Workshop-Anteilen. Interaktiv, noch anspruchsvoller. Und dann natürlich die längeren Formate, wie zum Beispiel Tagungen mit Vorträgen und Workshops, auch hybrid. Also da wird es dann schon immer anspruchsvoller. Neuerdings habe ich auch gehört von hybriden Workshops, wo nur die Vortragenden nur online sind und nur die Teilnehmenden in Präsenz, auch sehr spannend, habe ich selber noch nicht gemacht, ja. Und die hybride Veranstaltung mit mehreren Präsenzgruppen, auch sehr spannend, ja. Aber das sind eher so in die Zukunft gerichtete Varianten, die es noch nicht so oft gibt, ja. Aber man sollte sich bewusst machen, dass es das alles gibt. Die wesentlichen Unterschiede sind die Größe einerseits, also wie groß ist der Präsenzraum, der tontechnisch aufzubereiten ist und wie groß ist die Präsenzgruppe vor allem, weil davon hängt viel ab, und die Interaktivität. Also das sind die Dinge, die man sich am Anfang überlegen muss. Ja. Wie viel Interaktivität brauche ich, abhängig vom Ziel einer Veranstaltung? Muss was gemeinsam erarbeitet werden? Muss was gemeinsam ausgetauscht werden? Dann brauche ich viel Interaktivität. Ja. Wie groß ist der Raum und wie groß ist die Präsenzgruppe? Das ist ein zweiter Parameter, der bestimmt, ob und in welcher Form man hybrid arbeiten kann und welche Ressourcen habe ich zur Verfügung als Einrichtung oder eben als die Person, die vor Ort irgendwas tun wird. Und mit Ressourcen meinen wir Technikausstattung, da vor allem die Tontechnik einerseits und andererseits natürlich die Personalressourcen, weil wenn man ganz allein ist in einem hybriden Meeting, schaut es ganz anders aus, als wenn man auf Support-Personen zurückgreifen kann. Das würde man so als die Schlüsselfragen sehen. Das Risiko ist immer, dass sich die Online-Teilnehmenden abgehängt fühlen und das Risiko ist immer die Tontechnik. Also alle, die schon Erfahrungen gemacht haben, werden wissen, da sind die beiden Knackpunkte, Online-Teilnehmende gefühlt abhängen und tontechnisch im Raum nicht zurechtkommen, sind sozusagen die beiden potenziellen Hauptprobleme und die Risiken bei den Präsenzteilnehmern, danke Katharina Flunger, wo oft die Erwartung ist, dass sie dann
in Präsenz nichts Digitales nutzen müssen zum Kommunizieren. Und diese Erwartungen müssen wir oft enttäuschen, um die Online-Teilnehmenden einzubinden. Gut, das Hauptproblem ist der Hybriditätsgraben. Ja. Ich glaube, das ist auch, das erschließt sich auch unmittelbar. Also die Personen in Präsenz können ja leicht miteinander reden. Die Personen online können auch ganz leicht miteinander reden, weil sie im privaten Chat in der Regel offen haben. Man kann ja online leichter miteinander flüstern als in Präsenz. Online habe ich vielleicht 49 Nachbarn und in Präsenz habe ich nur 2. Aber über den Graben komme ich schwer drüber. Also ich kann schwer als Online-Teilnehmerin mit jemandem aus der Präsenzwelt kommunizieren und umgekehrt. Und dafür hat Jörn Moos-Mehrholz, unser viel geschätzter Kollege, diesen einprägsamen Begriff des Hybriditätsgrabens geprägt, ja, und dafür auch vorgeschlagen, wie man das lösen könnte, nämlich mit allen denkbaren Varianten einer Brücke. Also wir müssen immer in jeder Sequenz eines hybriden Meetings irgendwas tun, um eine Brücke zu bilden und diesen Graben zu überbrücken. Das ist die hohe Kunst dabei, dass man auch didaktisch für jede Sequenz und jede Sozialform so eine Brücke plant und diese Brücke entweder technisch oder durch die Moderation oder durch eine Kombination von beidem sicherstellt. Und die Brücke muss ja immer so ausschauen, dass man als Präsenzteilnehmende den Online-Teilnehmenden entgegenkommt. Also wir haben ja in Präsenz die Mittel, den Online-Teilnehmenden entgegenzukommen. Wir haben ja in Präsenz Online-Mittel, aber die Online-Teilnehmenden können den Präsenzteilnehmenden nicht entgegenkommen, weil die sind einfach an einem anderen Ort. Die können nicht schnell mal in den anderen Präsenzraum hüpfen. Also es liegt schon sozusagen die Chance und Verpflichtung zum Überbrücken eher bei den Online-Teilnehmenden oder bei der Online-Moderation als Präsenzteilnehmenden oder Präsenzmoderation als online. Umgekehrt könnte man natürlich sagen, super, wir machen die beste Brücke, wir starten alle Präsenzteilnehmenden mit einem Gerät aus. Ja. Wenn sie nicht mit Audio teilnehmen, dann haben wir auch keine Schleifen und keine Pfeiftöne. Aber das wird natürlich die Präsenzteilnehmenden überhaupt nicht glücklich machen, wenn die sich plötzlich fühlen wie in einem EDV-Raum. Also so weit darf man es nicht treiben, das kann man nicht tun. Und deswegen braucht es elegantere Lösungen. Und ich fasse mich ganz kurz, damit wir bald in den Austausch kommen. Wir haben uns auch im September 21 damals gemeinsam am BIFÖB angeschaut, was denn als echte Brücke erlebt wird. Wir haben ja da 2 Tage Zeit gehabt zum Experimentieren auch. Und ich bin nach wie vor mit vielen weiteren Veranstaltungen dazwischen auch der Meinung, dass es ein paar Dinge gibt, die wirklich ideal als Brücken geeignet sind, nämlich ein audiotechnisch voll aufbereiteter Raum. Das ist zum Beispiel eine Variante, wo ich so ein Konferenzmikro, ich glaube, Karin wird gleich eins in die Kamera halten. Vielen Dank, liebe Karin. So ein Konferenzmikrofon, wenn ich solche Konferenzmikrofone hintereinander hänge und dann zum Beispiel auf jeden zweiten Tisch ans steht, die gibt es von Sennheiser oder Jabra, diese Geräte, und die schalte ich hintereinander und bin nur mit einem Computer wirklich mit dem Audio verbunden, dann habe ich den ganzen Raum so weit aufbereitet, dass das, was im Präsenzraum passiert, von den Online-Teilnehmenden gehört wird. Ja. Also das ist einfach eine gute Möglichkeit, um den Präsenzraum für die Online-Teilnehmenden gut zu erschließen. Ja. Und das wird wirklich als echt gute Brücke empfunden, so haben wir das erlebt. Auch sehr gut geeignet für kleinere Räume, also wenn das jetzt wirklich nur um, was weiß ich, ich sag mal 5 Präsenz- und 5 Online-Teilnehmende geht und der Raum nicht so groß ist, das ist die Meeting All. Ich habe vorher schon gelesen, von Oliver getestet und für gut befunden, die Meeting All aus dem All Labs Studio. Die Karin hat da gerade eine hergezeigt, ja, eine 360-Grad-Kamera gemeinsam mit einem 360-Grad-Mikro und Lautsprecher in einem Gerät, folgt auch der Sprecherin, wenn man es entsprechend per App so einstellt und funktioniert wirklich gut. Für kleinere Räume ist auch eine voll audiovisuelle Aufbereitung. Das heißt, da ist dann die technische Aufbereitung so, dass man sich nicht mehr um sehr viel kümmern muss. Man kann dann einfach, wenn einmal alles eingerichtet ist, einfach arbeiten. Ja. Gut als Ergänzung sind gemeinsame Smartphone-Anwendungen für verschiedene Interaktionen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mindmap mache oder ich schreibe gemeinsam auf einem Board und brauche einen gemeinsamen Texteditor oder ich möchte eine Umfrage starten, wenn man dafür dann einfach Smartphone-Apps verwendet, die ohne Registrierung und Anmeldung unkompliziert funktionieren, dann können einfach alle in Präsenz und online die gleiche App verwenden und es funktioniert auch ein Stück weit als Brücke. Ist uns aber gar nicht als so gut rückgemeldet worden, wie wir das ursprünglich erwartet hatten.
Und auch gut als Ergänzung ist, wenn man auch in informellen Treffen, zum Beispiel in der Pause oder abends, einfach die Brücke ausdehnt und schaut, dass man die Online-Teilnehmenden zum Beispiel mit Breakout Rooms mitnimmt an irgendwelche Plaudertische, wo man einen Kaffee trinkt und so weiter, indem man dort einfach ein Tablet aufstellt, dieses Tablet in das Meeting reinhängt und dort dann einfach auch die Möglichkeit gibt, über dieses Tablet einfach mit den Präsenzteilnehmenden in der Pause zu plaudern. Ja, das sind die Möglichkeiten einer echten Brücke, die wir wirklich sehr empfehlen können. Und damit bin ich schon praktisch am Ende meines rasanten Intros zum Thema hybride Meetings. Wir haben uns jetzt gedacht, Sie haben ja wahrscheinlich viele haben ja schon auch Erfahrungen, dass man eine kurze Umfrage machen als nächstes. Vorher stelle ich Ihnen noch vor, wie es nach der Umfrage weitergeht. Wir werden nach der Umfrage zu mindestens 4 Schwerpunkten weiterarbeiten. Wir hätten vorbereitet als Schwerpunkt Didaktik, Technik, Moderation und Visualisierungen, jeweils bezogen auf hybride Meetings. Ja. Und wir haben uns gedacht, Sie gehen danach einfach in die Untergruppe, die Sie am meisten interessiert. Wir geben Ihnen für alle Untergruppen, ich habe das einmal Folien genannt, aber eigentlich das sind Anregungen, Diskussionsanregungen, man kann auch sagen, kleine Proviantpaketchen mit, damit Sie dort ein bisschen was zum Lesen und Austauschen haben, falls in der Gruppe selber noch nicht so viele Erfahrungen da sind. Und daneben stehen wir eben im Hauptraum als Living Books zur Verfügung. Das heißt, wir, das in dem Fall Karin Kulmer, Gunther Schüssler und ich, uns kann man sozusagen da anfordern zu den verschiedenen Themen. Aber ich glaube ja, dass Sie uns gar nicht so sehr brauchen werden. Ich hoffe, die Folien sind halbwegs selbsterklärend, obwohl wir natürlich gern da sind. Und wenn Sie uns dann anfordern möchten, dann würde das so funktionieren, dass Sie unten bei Ihrer Leiste, wo Sie auch die Reaktionen haben, das sieht man dann in den Breakout Rooms, dass Sie dort um Hilfe bitten können. Das werden Sie jetzt nicht sehen, weil jetzt ist die Hilfe nicht, sind wir eh alle komplett, aber danach sieht man dann eben dieses um Hilfe bitten und so würde man dann einfach jemanden in den Breakout Room rufen. Das war dazu die Erklärung vorweg und dann gebe ich zurück an dich, liebe Karin, für ein paar Umfragen, bevor wir uns aufteilen. Genau, vielen Dank. Wir haben nämlich ein paar Fragen an Sie auch noch vorbereitet, bevor wir jetzt in die Meetingräume starten. Und ich starte gleich einmal mit der ersten. Da geht es um Ihre Erfahrung mit hybriden Veranstaltungen. Also ich starte jetzt einmal die Umfrage. Sie sollten es jetzt schon sehen können. Da geht es einfach darum, mit Fokus auf Unterricht, auf Training natürlich jetzt. Wie oft machen Sie denn das? Haben Sie das noch nie gemacht oder vielleicht vereinzelt einmal ausprobiert? Oder machen Sie das wirklich öfter oder sind Sie wirklich Profi und machen das mehrmals pro Woche? Und die Umfrage läuft jetzt mal. Sie haben da die Gelegenheit abzustimmen. Ich werde ein bisschen mitschauen. Der Großteil hat schon abgestimmt und wenn dann alle abgestimmt haben, werden wir die Umfrage beenden und die Ergebnisse auch noch einmal freischalten, dass wir das auch alle voneinander sehen können. Genau, also ich glaube, bis auf 2 Personen haben schon alle abgestimmt. Ich gebe noch ein paar Sekunden Zeit und schaue, ob da noch jemand sich beteiligen möchte. Aber ich denke, wir sind nun komplett und dann beende ich auch schon die Umfrage und zeige mal die Ergebnisse an. Und wir sehen schon, dass eben viele angeben, noch nie oder ganz vereinzelt, das sind 65% von uns, aber es sind durchaus auch Personen heute anwesend, die das schon öfter, also mehrmals im Jahr, mehrmals im Monat oder sogar mehrmals pro Woche machen. Genau, das ist natürlich sehr spannend, weil uns natürlich auch die Erfahrungen da sehr stark interessieren, die Sie da gemacht haben. Ja, vielen Dank einmal für Ihre Beteiligung an dieser ersten Umfrage. Ich schaue jetzt da noch in den Chat, ob es dazu noch Fragen gibt. Genau, da geht es eh nur um die Dokumentation. Dann beende ich jetzt einmal diese erste Umfrage. Und wir haben dann noch eine zweite Frage an Sie vorbereitet. Da geht es jetzt eher schon ein bisschen darum, Ihre Interessen zu erfahren, damit wir dann die Breakout-Räume auch dementsprechend gut starten können. Und zwar geht es hier darum,
was interessiert Sie denn in Bezug auf hybride Veranstaltungen momentan am meisten? Wenn wir jetzt so schauen, also Technik, Didaktik, Moderation, Visualisierungen hätten wir vorgesehen, so als Untergruppen. Und wir nutzen das gleich einmal ein bisschen als so Ausblick, welche Breakout-Räume wie gut gefüllt sein werden. Ich gebe Ihnen da auch noch ein bisschen Zeit, da zu überlegen. Also Sie müssten sich bitte für eines entscheiden, wie Sie sich dann auch später für einen Breakout-Raum entscheiden. Genau, und der Großteil hat es schon bereits gemacht. Ich warte noch einen Moment, bis dann alle die Gelegenheit hatten, abzustimmen. Gut. Und ich nehme an, dass alle jetzt abgestimmt haben. Dann beende ich jetzt die Umfrage und zeige Ihnen das auch noch schnell. Ja, also Didaktik ist am gefragtesten. 19 Personen interessieren sich dafür, 17 für Technik, 7 für Moderation und 5 für Visualisierungen. Und etwas anderes wurde jetzt nicht ausgewählt. Also das wirkt jetzt so, als wären unsere 4 vorgesehenen Breakout-Räume gut machbar. Und ja, Birgit, vielleicht, wie siehst du das? Schaut eigentlich ganz gut aus, dass wir unsere 4 Breakout-Räume so wie geplant durchführen. Das denke ich auch, ja, genau. Das ist auf jeden Fall gut möglich. Und ich habe jetzt so zwischendurch noch mitgekriegt, diese Frage mit der Kaskadierung der Konferenzmikrofone. Aber das ist vielleicht auch das was. Ich habe im Hintergrund, Entschuldigung, Birgit, dass ich jetzt unverschämt unterbricht, recherchiert. Genau, die haben nochmal nachgeschaut und der Mischpult ist auf jeden Fall erforderlich. Ist ich war gerade dabei, das in den Chat zu schreiben. Können, aber jetzt melde ich mich gleich direkt zu Wort. Genau. Ja, passt. Mischpult ist erforderlich und David, der auch bei uns heute dabei ist, hat es auch schon gemacht. Vielleicht mag er auch nochmal dann dazu spezifisch Stellung nehmen und dann können wir uns gut aufteilen in die Breakout Rooms. Und ja. Und ich hoffe sehr, dass das Ihren Wünschen entgegenkommt, wenn wir so weiterarbeiten. Inzwischen hat uns ein frustrierender Old-Test erreicht, gell, Oliver? Das hat doch nicht so gut ausgeschaut. Okay, bei uns gibt es auch. Ich kann noch einen Satz dazu sagen. Also man muss halt schauen, dass der Raum gutes Tageslicht hat. Genau. Wenn man dann so verdunkeln muss, das aber bei normalen Webcams auch so. Das ist so mein Learning da gewesen. Ja, danke für das Teilen des Bildes. Ich finde, genau um das geht es dann auch in den Breakout Rooms, dass wir eben diese Erfahrungen teilen und dass wir da voneinander lernen können. Deswegen auch dieser Fokus auf den Austausch. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, bevor wir starten, dass du, Gunther, jetzt noch die Slides, also sozusagen die Ressourcen alle teilst, ja, damit Sie alle Ressourcen haben. Also Sie haben da jetzt schon alle Ressourcen. Sie können sich jetzt schon alle Proviantpäckchen für alle Gruppen herunterladen im Chat. Ja. Und wenn Sie zurückkommen, dann sind die noch immer da. Also es kann nicht passieren, dass Sie, wenn Sie sich für eine Gruppe entscheiden, die Proviantpäckchen oder Ressourcen der anderen Gruppen versäumen, weil sie können sie jetzt schon runterladen. Und ich glaube, Claudia Spari hat noch eine Frage oder einen Input für uns. Ja, hallo, ich habe noch eine Frage bzw. einen Gedanken. Und das, was mir auch auffällt, wir verwenden 2 Begriffe, ja, nämlich das Thema Meeting und Veranstaltung. Mhm. Und was ich in meiner Praxis so stark erlebe, ist, dass das ein grundsätzlich großer Unterschied ist und meine Definition ist dann immer so, ein Meeting, da habe ich eher die Beteiligung, da bin ich als Teilnehmer eher dazu auch aufgefordert, mich zu beteiligen. Auch innerbetrieblich gibt es sehr viele Meetings. Ja. Und die Haltung ist eine andere und wenn ich von einer Veranstaltung spreche, dann habe ich meistens als Teilnehmer die Erwartung, da wird mir etwas geboten. Also, und wir vermischen diese 2 Worte, aber auch, wir sehen es auch jetzt, in der Präsentation, Frau Aschemann, war es die Meeting und die Veranstaltung heißt aber Veranstaltung. Mhm. Und das möchte ich einfach einbringen, weil ich glaube, das ist vor allem bei Hybrid extrem wichtig. Also ein Gedanke, den ich einfach mitgebe oder auch zur Diskussion stelle, ob ich das falsch sehe.
Ja, na, ich sehe das als ganz wesentlich an. Ich möchte Ihnen da recht geben. Es ist ganz konkret so, dass wir speziell von Meetings und Veranstaltungen oder auch Bildungsveranstaltungen sprechen und nicht von hybriden Formaten, weil hybride Formate gerade an den Universitäten anders definiert sind, nämlich eher in Richtung Blended Learning. Deswegen sprechen wir auch bei Bildungsveranstaltungen, vor allem von Veranstaltungen. Und wir haben eine leichte Unschärfe drin zwischen Meeting und Veranstaltung. Und das können wir dadurch begründen. Das führt jetzt ein bisschen in diese redaktionelle Arbeit mit der Suchmaschinenoptimierung, wenn Sie versuchen, welche Keywords wie gesucht und gefunden werden, aber das Gleiche meinen, dann sieht man, dass im Hintergrund Google zwischen Meetings und Veranstaltungen nicht genau trennt. Aber das ist eine SEO-Thematik, die aus dem Redaktionellen kommt. Also da schleift sich bei uns in der Sprache ein Fehler oder eine Ungenauigkeit ein, die einfach aus der Suchmaschinenoptimierung für Websites stammt. Darf ich da aber kurz Sie haben schon recht. Ja. Na, Frau Aschemann, ich möchte kurz was sagen. Sie, bei Ihnen ist es die SOO, aber in der Praxis draußen ist es sie nicht. Und da wird es aber genauso vermischt. Also das ist jetzt einfach, und das ist aber so ein Unterschied im Aufsetzen. Also da einfach, darum bin ich das kurz ein. Ja. Also ich glaube, das Zentrale dabei und das Wesentliche, was wir davon lernen können, ist, dass immer, wenn wir von einem hybriden Setting sprechen, und das auch noch zu der Frage der Definition, vorher. Immer wenn wir in Veranstaltungsankündigungen von einem hybriden Setting sprechen, müssen wir für die Teilnehmenden dazu sagen, was gemeint ist. Wir müssen dazu sagen, wie viel digitale Arbeit erwartet die Präsenzteilnehmenden, wie viel Interaktion wird für die Online-Teilnehmenden möglich sein und ist das was, wo präsentiert wird oder ist das was, wo eine Beteiligung wie bei einem Meeting erwartet wird. Und ich glaube, es führt kein Weg drum herum, das in einer Veranstaltungsausschreibung zu präzisieren. Und ich glaube, das ist das Hauptlernergebnis aus diesen Hinweisen nach den Definitionen. Wir müssen genau sagen, was wir meinen, wenn wir von Hybridität sprechen. Sonst verwirren wir einfach unsere Teilnehmenden. Ja, also danke für alle Hinweise in Richtung Nomenklatur. Es geht darum, dass man da ganz explizit ist. Ganz unbedingt. Genau. Ja gut, jetzt sind die Proviantpäckchen sozusagen verteilt und ich bin sicher, die Breakout Rooms sind angelegt. Genau, die sind bereit und sobald wir sozusagen hier alles geklärt haben, können wir sie auch eröffnen. Ich frage vielleicht noch einmal in die Runde, gibt es irgendetwas Akutes, was wir noch klären sollten, bevor wir in die Breakout Räume gehen? Sie können selbst den Breakout Raum auswählen. Genau, Frau Hanke hat vielleicht hierzu noch eine Frage. Die Frage ist, wie gehen wir aus den Breakout-Sessions wieder raus? Also im Sinne nicht von wie technisch, sondern präsentieren wir irgendwas? Müssen wir was vorbereiten? Gibt es danach noch gemeinsamen Austausch? Das ist eine sehr gute Frage. Wir hätten schon geplant, dass wir am Ende ganz kurz einfach berichten, was in der Breakout-Session diskutiert wurde, was vielleicht überraschend oder neu war. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht im Detail mitschreiben, aber wenn Sie in irgendeiner Form vielleicht danach kurz berichten könnten und sich auch ausmachen, wer vielleicht kurz berichtet, das wäre gut. Genau. Dann haben wir noch eine Frage? Ja. Ich habe noch eine Frage. Können wir Präsentationen machen in dem Breakout Room? Sie können den Bildschirm teilen. Gut. Genau, ich glaube, bis 17.45 Uhr werden die Breakout-Räume dann geöffnet sein. Genau, wir schicken Ihnen auch eine Erinnerung und wie gesagt, falls es irgendetwas gibt, was Sie gern mit einem von uns diskutieren möchten, können Sie uns jederzeit anfordern, indem Sie einfach diese Funktion um Hilfe rufen, heißt es, glaube ich. Es klingt ein bisschen dramatisch, aber diese Funktion müssten Sie dann eben nutzen und wir sehen das dann und kommen dann zu Ihnen in den entsprechenden Raum. Genau, und Sie haben gemütlich eine halbe Stunde Zeit, also ja. Gut. Ja, super. Dann beginne ich jetzt die Sessions. Sie sehen sie schon, wenn Sie jetzt am unteren Bildschirmrand auf, ich glaube, Konferenzräume heißt das mittlerweile, das ändert sich immer wieder. Wenn Sie dort draufklicken, dann können Sie eben die vier Räume auswählen, Technik, Didaktik, Moderation, Visualisierungen und zusätzlich haben wir noch einen Austauschraum offen, falls jetzt wirklich sich irgendetwas entwickeln würde, jemand sich noch austauschen möchte, dann kann dieser Raum auch genutzt werden. Viel Spaß und viel Erfolg. Thank you.
Gut, und die Breakout-Räume sind am Ausklingen und die ersten sind schon wieder bei uns. Es geht rasant voran, 17:45. Und wir sind natürlich schon ganz gespannt, was Sie berichten aus den Räumen. Wir warten noch ganz kurz, bis alle da sind. Und dann gehen wir noch einmal in den Austausch. Und vielleicht dürfen wir spoilern, wir sind nicht als Living Books angefordert worden. Das heißt, wir nehmen an, dass Sie voll auf mit dem eigenen Erfahrungsaustausch und den Ressourcen beschäftigt waren. Wir sind echt schon sehr gespannt. Und eine erhobene Hand von Dirk Lukas Larsen sehe ich auch schon. Gell? Ja, soll ich schon fragen oder warten, bis alle da sind? Ich denke, es sind jetzt alle wieder da. Also ich war ja gerade in dem Breakout-Room für Technik. Und ich selber mache ja größere Veranstaltungen. Ich komme aus der Veranstaltungstechnik. Und da sind Kongresse mit 1000 Teilnehmern keine Seltenheit. Und ja, bei Corona war es ja so, durften nicht mehr so viele vor Ort sein. Und dann bei Hybriden konnte man halt die 800, die nicht kommen durften, online dazuschalten. Und bei den Unis ist mir jetzt aufgefallen durch die Ulrike, dass kein Budget da ist, so gut wie kein Budget für diese Veranstaltung durchzuführen. Und dann habe ich gefragt, warum ist das denn so? Man kann ja jetzt viel mehr Leute beglücken. Und ich habe den Eindruck, dass die Unis so, jeder kocht da sein eigenes Süppchen. Und das wäre ja quasi so, wie wenn Netflix auf 1000 Clouds hochgeladen wäre, weil jeder nur seinen eigenen Zugang nutzt. Sinn und Zweck dieser neuen Technik ist ja, dass man das gemeinsam wuppen kann und dadurch eine hohe Frequentierung hat. Und dann würde ich doch lieber etwas mehr ausgeben für die Technik und auch für Dienstleister wie Media Operator, Kameramann und vielleicht noch Techniker an der Bildregie und das dann gut produzieren, damit die Teilnehmer online auch richtig Spaß macht und dass auch genügend Monitore da sind, wo alle zu sehen sind, die nicht vor Ort sind. Da scheint ganz anders gedacht zu werden, so wie es früher einmal war. Ich habe den Eindruck, die Unis wollen es wieder zurückdrehen, wie es war vor Corona-Zeiten. Und sie vollziehen gar nicht so den digitalen Wandel mit all seinen Möglichkeiten. Woran kann das denn liegen? Hat da jemand eine Idee? Ich will mich nicht vordrängen. Vielleicht hat wer andere auch eine Idee, aber... Ich unterrichte ja viel an Unis und erlebe das halt so stark schon so, dass sozusagen mit dem Argument der Freiheit der Lehre, dass es sowieso große Widerstände gibt gegen Aufzeichnungen und Teilen von Veranstaltungen. Also sozusagen gegen sowas wie Massive Open Online Courses an der Universität, weil das natürlich auch den Lehrberuf ein Stück weit bedroht. Aber ich würde gar nicht so zustimmen können der Aussage, dass die Unis das gar nicht nutzen. Es gibt halt so viele so Insellösungen, die auch so ausgebreitet werden. Ja. Vielleicht, Karin, kannst du noch mal kurz die Slide mit diesen Medienwagel einblenden. Also beispielsweise an der Universität Graz, da stehen überall jetzt so kleine Medienwegen herum in den Seminarräumen. Die haben 2 Teller-Mikrofone für ganz vorn beim Vortragenden und die erste Reihe und eine bewegliche Kamera. Und das Ganze kann ich meinen Laptop anschließen und kann die Videokonferenzsysteme, die von der Uni Graz in dem Fall eben angeboten werden, das sind ganz konkret 3. Diese 3 Videokonferenzsysteme kann ich dann auch nutzen. Also das in dem Fall halt BigBlueButton und WebEx und Google Meet oder so. Ja, und das scheint mir schon bei vielen auch so zu sein, bei anderen Universitäten, also nach dem, was ich so im Austausch von Kollegen und Kolleginnen, die anderswo unterrichten, höre. Aber diese Großevents machen die nicht so in dem Sinn, also wie so, das ist an den Unis, genau, gell? Ich sehe Matthias Rebka, das passiert nicht. Ja. Darf ich euch mal zeigen, wie das bei mir ausschaut, auch bei kleineren Frequentierungen vor Ort? Ja. So, seht ihr das? Hybrides Studio. Ja. Sieht das aus? Ich gehe mal gerade durch. Das ist so ein typischer Aufbau. Ein kleiner Aufbau. Das ist die Bildregie. Seht ihr das? Ja. Oder ist das Bild zu klein? Dann könnt ihr vielleicht anheften. Oder nein, man kann in die Sprecheransicht umschalten. Also wer in die Sprecheransicht umschaltet, sieht es jetzt ganz genau.
Da sieht man so die Bildregie, da bin ich, ne, mit dem Kollegen. So schaut das aus. Und wir machen dann die ganze Technik und die Präsenz ist wie immer. Die müssen sich überhaupt nicht umstellen. Und die Unis müssen halt, also die haben halt nicht die Ressourcen sozusagen für das Personalaufgebot, das damit verbunden ist. Die implementieren halt Lösungen, wo ein Lehrer da vorne steht, dann hat er, wenn er Glück hat, noch einen E-Tutor dabei, den hat er in der Regel nicht, weil der muss sich aufteilen auf viele Lehrende, die ihn jetzt gern hätten. Und genau. Ja, schade, weil man könnte ja dann auch überregional agieren und dann relativiert sich das wieder mit dem Aufwand. Ja, könnte man. Das ist aber eben, das widerspricht dem deutschen und sicherlich auch österreichischen Bildungssystem. Denn so ist es halt im Moment nicht strukturiert, sondern es ist so strukturiert, dass Präsenzlehre stattfindet. Und zwar auch in der regionalen Clustering, nenne ich es jetzt mal, ne? Und das ist bei den Universitäten sicherlich noch ein bisschen anders, bei den Volkshochschulen ist es ganz drastisch so. Aber auch bei den Universitäten ist es natürlich ähnlich. Klar könnte ich jetzt sagen, ich mache das richtig professionell und hole mir da professionelle Unterstützung dazu. Und dann sieht man ja, bei Ihnen in der Bildregie sitzen alleine 4 Leute da. So, dann brauche ich aber, damit sich das am Ende rentiert und rechnet, brauche ich ja auch 4-mal, 5-mal so viel Zuhörer oder Teilnehmende oder Studierende, die ich dann dazu schalte. Und da kann ich natürlich sagen, ja gut, wunderbar, ich bin jetzt hier an der Uni X und jetzt mache ich aber Werbung und Marketing. Da geht es schon mal los. Dafür sind Universitäten gar nicht gedacht und ausgestattet. Die müssten ja jetzt im Prinzip irgendwie europaweit oder gar weltweit ihre Vorlesung vermarkten, damit sie dann 5-6-mal so viel Publikum bekommen. Und also so ist einfach die universitäre Lehre nicht gedacht. Und bei den Volkshochschulen erst recht, also da ist es ja nochmal eine Nummer kleiner von den Teilnehmerzahlen her. Da rede ich ja über Kurse und Veranstaltungen, die haben irgendwie zwischen 5 und 15 Teilnehmende. Und wenn ich da schon einen zweiten Moderator dazu nehme, dann rechnet es sich schon nicht mehr. Und dann brauche ich schon doppelt so viel Teilnehmende und dann muss ich schon irgendeiner anderen Volkshochschule Teilnehmer wegnehmen. Und da wird sich die andere Volkshochschule aber bedanken dafür. Ja, genau. Also, ja gut, darf ich vielleicht hier kurz einhaken? Es tut mir leid, dass ich so reingrätsche. Also wir fassen einfach zusammen, dass die Rahmenbedingungen einfach ganz unterschiedlich sind, je nachdem, wo man sich befindet, welche Ausstattung man hat, welche finanziellen Ressourcen man hat, ist einfach ganz schwierig. Was mich aber jetzt auch noch total interessieren würde, weil wir schon wirklich kurz vor Ende unserer Veranstaltung sind, ist, wie ist es denn den anderen Räumen gegangen? Also wir sehen schon, in der Technik war offenbar die Diskussion schon sehr intensiv. Mich würde vielleicht auch noch interessieren, was wurde denn im Raum Didaktik so diskutiert? Haben Sie auch Themen gehabt, wo Sie so auf die Schwierigkeiten vielleicht auch gekommen sind? Wer mag denn dazu etwas sagen? Vielleicht nur, dass wir alle Räume auch wirklich noch gut abdecken. Genau. Genau. Eine Beobachtung. Ja, Entschuldigung, bitte. Im Didaktikraum habe ich viel gequatscht, aber es war, glaube ich, das Kernproblem, wie kriegt man beide Welten wirklich befriedigend zusammen. Die in den Raum kommen wollen, die wollen halt auch wieder mal einen Mensch spüren, gerade nach 2 Jahren Pandemie. Und das ist eben, da knüpfen wir an das Technische an, halt auch gut funktioniert, müsste ja eigentlich, was in aktueller Fachliteratur der letzten 2 Jahre propagiert wird, sagen, man nimmt den gemeinsamen kleinen Nenner, also Online-Tools, oder hat doppelte Dokumentationsarbeit und die im Raum sind dann, die fragen sich, warum sitzen sie jetzt schon wieder hinterm Computer, dann warum sind sie überhaupt gekommen? Also das ist jetzt das Kernproblem, glaube ich, der Vernetzung beider Welten. Es wurde in dem Zusammenhang, glaube ich, auch diskutiert, die Gruppe muss mich korrigieren, wenn ich da falsch zusammenfasse, ob es nicht vielleicht dann relevant ist, auch zu sagen, man macht eine Mindestteilnehmeranzahl vor Ort, um sich diesen ganzen Aufwand, den es ja doch auch bedeutet, dass das gut funktioniert, hinzubekommen. Und
Es war auch die Diskussion, glaube ich, der Veranstaltungstypen, wofür ist Hybrid wirklich geeignet? Also wenn es ein kleines Training in Anführungszeichen, wie es früher in Präsenz war, mit maximal 15 Teilnehmern und Kleingruppenarbeiten, die dann auch machbar sind, dann ist der Aufwand schon auch sehr groß. Eben auch das, was da gerade eben vom Dirk angesprochen wurde, mit der Co-Moderation, die es für beide Seiten dann auch braucht. Als einen Teil, damit das gut funktioniert. Und andererseits war da der Aspekt, glaube ich, auch, wie die Technik dann auch funktionieren kann. Gibt es vielleicht noch Ergänzungen? Oliver, du warst auch bei uns in der Gruppe sehr aktiv. Vielleicht magst du noch was dazu sagen? Genau, Co-Moderation. Und dann eine Mindestanzahl online, offline, dass man das irgendwie regelt. Technik muss passen. Noch gesagt, Interaktion viel anbieten, damit halt auch die virtuellen Teilnehmer nicht wegdriften. Das war jetzt alles auf Trainingskontext bezogen. Und vorher hat auch die Leute halt Brief, ne, was sie erwartet. Ne? Leute, wenn es Hybrid ist, passiert Folgendes. Wir müssen Rücksicht nehmen auf die virtuellen. Dann muss man die Hand heben oder auch nicht. Und hier ist eine Kamera und macht dies und bitte nicht durcheinander quatschen. Also fand ich relativ wichtig. Habe ich noch aufgeschrieben. Das war es erstmal, ja, und halt ausprobieren. Also, wir haben ja jetzt gesehen, Meeting, Workshop, Training, Großveranstaltung sind ja alles verschiedene Settings. Das sind unterschiedliche Lösungen notwendig. Ach genau, wo wir uns nicht einig waren, war Virtual First. Da war ich der Meinung, bestraft nicht die Leute, die vor Ort sind und und zwar aber die Diskussion schwankte auch, vergesst die virtuellen, also da muss man so einen Mittelweg finden. Und umgekehrt, das von der Gudrun, der Einwand, da kam, dass es wichtig ist, den Kontext auch herzustellen für die virtuellen Teilnehmer. Wie viele Leute sind überhaupt im Raum? Wer ist denn dort? Also auch durchaus die Kamera für den Präsenzraum mit reinzubringen, auch bei Großveranstaltungen. Dann mit eben diese virtuellen Grundprobleme der Kommunikation, die neu dazugekommen sind in den letzten Jahren, die ja nicht der menschlichen Kommunikation, wie wir sie die letzten 300.000 Jahre gelernt haben, reinkommt. Aber ich glaube, das war dann das Wichtigste, was wir diskutiert haben. Und ich gebe zurück an die Chefmoderatoren. Ja, vielleicht darf ich nur ganz kurz, bevor ich an dich als Chefmoderatorin heute weitergebe, Karin, nur ganz kurze Frage, hat die Länge gepasst für die Gruppenarbeit, die Zeitdauer? Das waren 30 Minuten und einfach mit ein bisschen sozusagen Gedankenfutter mitgegeben, war das soweit okay? Ich sehe einige Nicken. Wenn es nicht so wäre, würde man dann um Rückmeldung bitten, damit wir künftig einfach auch wissen, wie wir mit solchen Formaten umgehen. Danke. Ja, super. Ich hoffe auch, dass jetzt zum Schluss noch die Gelegenheit für alle war, noch die Wortmeldungen anzubringen, auch wenn es schon ein bisschen knapp war, ich weiß. Gut, ich möchte nur noch ein paar organisatorische Dinge sagen, bevor wir wirklich 18 Uhr haben und sich dann die Ersten verabschieden. Dazu teile ich nochmal ganz kurz meinen Bildschirm. Kurzen Moment brauche ich dafür noch. Jetzt habe ich noch die andere Präsentation online gehabt. So, genau. Also, das war eben jetzt unser Format DigiCafé zum Thema hybride Veranstaltungen. Wie schon angesprochen, haben wir das natürlich auch mitdokumentiert und werden das dann auch wieder auf erwachsenenbildung.at veröffentlichen in der Rubrik DigiProf Neuigkeiten. Das heißt, das finden Sie in maximal einer Woche dann dort. Besonders freuen würden wir uns natürlich, wenn Sie auch heute wieder unsere Feedback-Umfrage ausfüllen, damit wir einfach wissen, was wir in Zukunft noch verbessern können. Meine Kollegin hat das sicher gerade in den Chat gepostet. Ich habe ihn jetzt nicht vor mir, aber sehe, dass da eben etwas kommt. Ja, und dann vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf unsere nächsten Webinare. Die finden Sie eben auch auf erwachsenenbildung.at. Da möchte ich besonders hinweisen darauf, dass eben am 19. und 20. Mai bereits das EB-Camp stattfindet. Das wird eben am BFAB beziehungsweise nun online stattfinden, war hybrid geplant, findet nun online statt. Weiters haben wir noch ein Webinar, wo es um barrierefreie Bildungsinformation online geht, am 2. Juni. Ein Online-Mini-Barcamp am 22. Juni und einen Digitalk zum Thema Psychologie des Online-Raumes am 30. Juni. Das sind so die Veranstaltungen, die wir vor dem Sommer noch geplant haben.
Und die Anmeldung ist bei uns immer bis einen Tag vorher online möglich. Ja, für alle, die eine Teilnahmebestätigung möchten, die wird ab morgen Freitag zur Verfügung stehen. Sie brauchen dafür jetzt auch nichts mehr zu unternehmen. Wir haben bereits dokumentiert, wer online ist, und wir senden Ihnen morgen Mittag eine E-Mail, wo dann eben drinnen steht, wo Sie sich die Teilnahmebestätigung herunterladen können. Wenn Sie dazu Fragen haben, erreichen Sie uns unter webtalk@erwachsenenbildung.at. Und abschließend darf ich Sie noch auf unsere Digi-News aufmerksam machen. Wer sie noch nicht abonniert hat, die erscheinen circa einmal pro Quartal zusätzlich zum Erwachsenenbildung.at-Newsletter. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie die abonnieren. In diesem Sinne sage ich einmal jetzt ganz offiziell vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank auch für die aktive Beteiligung, fürs Mitdiskutieren in den Breakout-Räumen und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und bis bald. Thank you.